Hallo ihr Mafiosi da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mafia 1 auf dem PC. Ja, in der letzten Folge sind wir so ein bisschen durchs alte Gefängnisgebäude gerannt, denn unser Ziel war es, auf das Dach zu kommen, denn von dort aus sollten wir einen Politiker auf einer Insel abknallen, der da gerade eine Rede gehalten hat. Und das hat auch wunderbar funktioniert, nur leider waren auf dem Weg zum Dach einige Feinde, die wir erledigen mussten. War ein bisschen knapp. Lag aber teilweise auch an Tommys Glasknochen, der bei einem Sturz von 1 Meter schon Schaden genommen hat. Gefühlt. Was ich ein bisschen lächerlich finde, aber egal. Wir sind jetzt hier bei Lucas Bertone, denn wir haben wieder die Wahl. Entweder wir fahren zu Sahiris Bar zurück oder wir schauen bei Lucas Bertone vorbei. Und dann ist ja klar, was wir machen. Und erstmal genehmige ich mir mal den Verbandskasten, der uns hoffentlich hundertprozentig auffüllt. Na, 50 Leben ist in Ordnung. Hey Lucas, altes Haus. Hallo. Und, wie geht's dir denn heute? Ich komme gerade aus dem Knast. Das ist ja entzückend. Aber dafür haben wir keine Zeit, Tommy. Du musst deinen Mann im Works Quarter abholen. Aber schnell. Die Bullen sind hinter ihm her und er weiß es nicht einmal. Wo? Da läuft sonst kein Mensch im Anzug rum. Also wirst du ihn ohne Probleme erkennen können. Aber beeil dich. Wenn ihn die Bullen schnappen, ist er geliefert. Bring ihn her. Okay, schon unterwegs. Aber das mit dem Knast war kein Witz. Nee, war's auch nicht. Das war mein bitterer Ernst, war das. Ich hoffe, die Karre reicht aus. Die habe ich mir nicht einfach am Straßenrand genommen. Oder die habe ich mir halt einfach gestohlen von jemandem. So war das. Jetzt müssen wir da ganz, ganz flott darüber. Und den mal schnell mal erstmal den Limiter raus. Weil wir wissen ja, die Missionen bei Bertone, die sind immer sehr knapp. Der Silver Fletcher kommt mir dann eigentlich auch wie gerufen, ne? Aber, naja, egal. Ich versuche es erstmal mit dem Auto. Und wenn ich merke, das funktioniert mit dem nicht, dann müssen wir ein anderes Auto nehmen. Jetzt auch schon ein bisschen später, ist jetzt schon gleich 22 Uhr, aber ich hatte einfach so Bock auf Mafia. Ich will auch so langsam die Hauptstory mal zum Ende bringen. Und ja, deswegen will ich gerade einfach weiter aufnehmen. Macht ja auch mega Spaß. Auch wenn es manchmal echt, ich finde es echt schwierig, muss ich sagen, aber es macht Spaß. Also man freut sich dann auch immer, wenn man eine Mission geschafft hat. Das ist doch dann auch eine schöne Sache, wenn man dann das als Erfolgserlebnis verbuchen kann. Und nicht alles hinterhergeworfen bekommt. Ja, boah, Alter, das war aber auch. Junge, 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 Junge! Laterne! Das ist nicht mal eine Laterne, das ist einfach nur so ein. Naja, oh, ich hätte auch da weiterfahren können, ne? Ja, ich kann ja nicht. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich habe mich so verfahren. Jetzt aber wieder umzudrehen, das ist auch wieder blöd. Das wäre jetzt auch dämlich. Ich fahre jetzt einfach mal. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht nicht. Ich glaube mal eher jetzt nicht. Aber das Auto ist gar nicht so langsam, finde ich. Dafür, dass ich es einfach aufgegabelt habe. Ist in Ordnung. Hätte schlimmer kommen können, aber ich sollte jetzt auch. Ja. Ich sollte bedenken, dass die Mission immer gleich direkt starten und wir dann immer nur dieses Auto zur Verfügung haben und der Timer dann schon läuft. Ich kann natürlich umsteigen, aber dann läuft der Timer halt schon. Bring ihn her, sagt er einfach mal so. Komm gerade aus dem Knast und dann kommt er uns schon mit sowas. Der macht es uns echt nicht leicht, Leute, der Lukas. Das alte Haus. Aber dafür gibt er uns ja auch immer was. Er wird uns sicherlich wieder verraten, wo ein schönes Auto geparkt steht, was man sich mal anschauen kann. Gas, komm. Es ist eigentlich knapp. Vor allem. Oh shit. Ich bin so falsch gefahren. Das ist unfassbar. Lady, aus dem Weg. Warum machst du das, Mann? Scheiße, ich fahre so komplett den umwegigsten Umweg, den man sich vorstellen kann. Das ist ja wohl ein Witz. Jetzt verfolgen uns die. Ich kann nicht anhalten. Ich muss mich beeilen. Sonst ist der Weg komplett umsonst gewesen. Also beim nächsten Mal. Ja, ihr mich auch. Ihr mich auch. Ihr mich absolut, Mann. Ihr könnt mich sowas von. Verzieht euch. Jetzt gleich zweite rechts. Wenn das Zeitlimit neu läuft, ist es okay. Aber ich glaube, dass es das nicht tun wird. Meine Güte. Es ist
Jetzt kriegen sie mich die Bullen mit. Nein, das darf nicht passieren. Nein, 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 Hallo. Lukas schickt mich. Die Bullen suchen dich. Ich bring dich in Sicherheit. Ja, die Bullen suchen auch mich. Wir haben nämlich gefunden. Ja, sie auch nicht. Aua! Au! Das könnt ihr doch nicht machen. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir soweit sind. Wo ist mein Auto da? Ach, was soll's. Ich nehme euch jetzt schon mal mit. Bin jetzt hier auf der Brücke, wie ihr sehen könnt. Und diesmal versuche ich mal eine bessere Route zu fahren. Das hat ja schon angefangen, dass ich da nach rechts durch den Tunnel gefahren bin und nicht da links über die Brücke. Das war ja schon der erste Fehler. Ich hätte hier einfach schön weiter im Tempo bleiben können. Das hätte auf der einen Seite natürlich schon Zeit gespart, einfach da wir noch im Schwung waren. Und zweitens wäre es auch eine gute Möglichkeit So, war doch alles in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was ihr habt, Leute. Das war so geplant. Genauso wollte ich das machen. Genauso. Taxi, was hast du vor? Okay, du biegst da auch ein. Alles gut, alles gut, alles gut. Mörder bin ich noch nicht. Du lebst noch. Nein. Nein, das habe ich nicht mit einkalkuliert, dass die Brücke hier auch noch ist. Nein, das ist hier auch noch oben. Ey, so unglücklich. Unnötig. Geh runter. Die Uhr tickt. Geh runter. Geh runter. Geh bitte runter, Brücke. Hallo. Also bitte runter jetzt. Die Zeit tickt. Das ist hier auf Leben und Tod geht das hier. Die Bullen sind hinter ihm her. Die Bullen sind hinter ihm her. Geh runter jetzt. Runter jetzt, bitte. Kleiner Zwischenstopp hier, Leute. Ist alles in Ordnung. Es geht nur auf Zeit. Das ist kein Thema. Wir können uns hier entspannen. Jetzt fahren wir endlich! Gib Gas da! Och, Mann, ey. Endlich. Langsam. Ich will nicht verfolgt werden jetzt. Jetzt sollten wir aus dem So, jetzt, wie fahre ich denn jetzt? Rechts auf jeden Fall jetzt. Nächste rechts. Bullen, bitte nicht rechts abbiegen, bitte nicht rechts. Nein, nein, nein. Das ist okay. Polizei. Der müssen wir jetzt natürlich aus dem Weg gehen, aber ich habe schon so viel Zeit vertrödelt, dass wir echt... Wir haben keine Zeit mehr. Wirklich nicht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Zeitlimit auch beinhaltet, dass man wieder zurückfährt. Ich glaube, das ist so. Die sind nämlich so knapp, die Mission bei ihm. Och, nee, du. Jetzt kommen die Bullen schon wieder mit. Ey, ihr könnt... Ach, das ist, verzieht euch einfach. Keiner mag euch. Ihr, zumindest nicht in dem Spiel. Ihr nervt einfach nur. Ihr trällert mit euren Pfeifen. Das tut in den Ohren weh und... Nein! Oh, nein. Oh, ich mache einen Begrenzer rein. Was soll's? Ach, ist ja alles in Ordnung. Ist nur auf Zeit hier. Es ist, alles ist gut, solange du wild bist, sage ich immer. Und ich überhole euch trotzdem mit Begrenzer. Das ist ja wohl einfach nur lächerlich. Hallo, es kommt mir nicht. Ich bin zu schnell. Ich habe einen Begrenzer drin. Oh shit, Mann. Die Zeit, die läuft. Ich glaube, wir hätten jetzt schon zurück sein müssen. Ich sage es euch, Leute. Und dann ist es einfach nur unschaffbar gefühlt mit dem Auto. Mein Gott, Vorsicht! Schnell, steig ein. Lukas schickt mich. Die Bullen suchen dich. Ich bring dich in Sicherheit. Scheiße, wir haben nämlich gefunden. Oh, wunderbar, das Zeitlimit ist weg. Und jetzt schnell zurück zu Lukas. Geh erst weg, du alter Sack! Warum ist dein Gesicht, warum ist dein Kopf verdreht? Was ist denn da los? Habt ihr es gesehen? Der konnte seinen Kopf einfach um 180 Grad drehen. Das ist ja wohl... Das ist ja ein Zauberstück. Das ist ein kleiner Zaubertrick hier. So, egal.
Ich würde sagen, wir fahren jetzt aber durch den Tunnel, weil dann müssen wir nicht darauf hoffen, dass die Brücke gerade unten ist, weil darauf jetzt habe ich keine Lust mehr jetzt zu gamblen. Wir fahren einfach durch den Tunnel, dann sparen wir uns das, dann sind wir nicht davon abhängig. Und dann haben wir es auch geschafft. Es ging ja eigentlich, aber... Ja... War dann halt doch ein bisschen knapp, aber... Das finde ich echt gut, dass das jetzt nur den Hinweg beinhaltet hat, dieses Zeitlimit. Das war in Ordnung. Also das anders, ich hätte es mir auch anders vorstellen können, aber dann wäre es echt schwer gewesen. Da musst du teilweise echt... Vielleicht sollte ich daran denken, dass ich am besten noch einen Zwischenstopp bei Sayeri mache und dort einen super Sportwagen mitnehme. Es kann nicht schaden. Es wird nie schaden. Es kann immer nur von Vorteil sein. Wird vielleicht ein bisschen länger dauern, weil man dann nochmal zu Sayeri muss, obwohl man noch gar nicht zu ihm möchte. Aber wenn ich das mache, dann... Das wird uns auf jeden Fall helfen. Vielleicht muss ich das bei den nächsten berücksichtigen. Ich weiß jetzt gar nicht, wievielte Nebenmission das jetzt bei ihm ist. Ist es die fünfte? Ist es die vierte? Ich würde schon fast auf die fünfte tippen. Oder vierte? Das Ding ist, so viele Story-Missionen gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Wie viel haben wir jetzt noch? Drei Stück oder so? Drei oder vier? Das heißt, so viel kommt jetzt auch nicht mehr. Ich meine, wir sind ja auch schon fast in der Gegenwart angekommen. Ich habe es auch in der letzten Folge schon gesagt. Wir sind jetzt in dem Jahr, wo Tommy mit dem Detective an einem Tisch sitzt. Da ist nicht mehr so eine große Zeitspanne zwischen. Man muss sich mal überlegen, wir sind im Jahr 1930 gestartet. Und jetzt sind wir schon 8 Jahre weiter. Da, ja, es wird bald richtig knallen, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Sayeri dreht ja jetzt auch langsam so ein bisschen durch, so habe ich das Gefühl. Das hatte Frank ja schon angedeutet, dass er früher ein anderer Mensch war. Vielleicht war er damals noch nicht so machthungrig. Ich meine, es fing ja alles an und am Anfang ging es ja noch. Und dann haben wir das denen gezeigt und denen gezeigt. Und dann hat er gesagt, dann musst du den umlegen. Und immer waren das riskante Jobs, die wir mit Glück und Geschick geschafft haben. Aber es sind eigentlich alles größenwahnsinnige Aufgaben, die wir bekommen haben. Die nur dafür dienen sollen, seine Macht noch weiter zu vergrößern. Und ob das auf Dauer so weitergehen kann und ob Tommy sich das auch alles gefallen lässt. Das ist eine andere Frage. Ich denke mal, die werden sich irgendwann streiten. Da gehe ich fest von aus. Ist da irgendwann kracht das zwischen den beiden. Und ich bleibe immer noch dabei, dass wir ihn umlegen sollen. Kann natürlich auch sein, dass Tommy dann am Ende auch stirbt. Ist nicht ausgeschlossen, ist halt... Wäre irgendwie die Moral der Geschichte, dass er mal auf seine Mutter gehört hat am Anfang. Die hat ja irgendwie gesagt, wie war das noch? Lieber arm sein und dafür länger leben oder sowas in der Art. Ich kann es nicht mehr genau zitieren, aber irgendwie sowas. Und dann meinte hier Tommy ja, nee, lieber reich sein und jung sterben oder so. Naja, wir haben auf jeden Fall gesiegt. Wir haben ihn zurückgebracht. Was ist los, Lukas? Sie haben mitgekriegt, wer es war. Sie wissen, wo du bist und ich habe gehört, dass sie dich heute schnappen wollten. Zum Glück ist alles gut gegangen. Ich könnte jetzt sitzen. Tust du aber nicht. Weil Tom zur Stelle war. Danke, das vergesse ich dir nie. War mir ein Vergnügen. Okay, setzt euch erstmal. Tom und ich haben einiges zu besprechen. Okay. Tommy, ich hab was Schönes für dich. Ein 16-Zylinder mit toller Karosserie. Ein echtes Sammlerstück. Und wo finde ich den? So ein Playboy in Oak Hill feiert heute eine Party. Er hat viele Gäste geladen und einer davon besitzt das Auto deiner Träume. Du knackst es wie jeden V16. Aber ansonsten ist es eher ein Kunstwerk als ein Auto. Es ist nicht zu übersehen. Da stehen heute eine Menge teurer Karren rum. Gut, danke für den Tipp. Stehle den Lasseter V16, okay, der neben der Villa in Oak Hill steht. Oh, da hast du mich jetzt aber neugierig gemacht. Wenn das wirklich so ein schickes Auto ist, wie du sagst, dann... Zumindest sind wir auf der richtigen Insel. Schon mal, das ist schon mal gut. Dann wollen wir mal. Ich
gern den Wagen da einfach mitnehmen. Ich glaube, der ist schneller. Das ist ein Silver Fletcher, ne? Den können wir auch knacken. Nur, dass hier keine Cops sind. Sieht aber gut aus. Haben wir natürlich damals von Salvatore gelernt. Als wir die Villa des Staatsanwalts infiltriert haben. Da haben wir das natürlich gelernt, wie man den aufknackt. Der macht schon einiges her, der Wagen. Erinnert mich aber auch immer so ein bisschen an Morello, muss ich ehrlich sagen. Aber der weilt ja nicht mehr unter uns. Um den müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Also die Liste unserer Feinde wird immer kleiner. Aber ja, Tommy hat ja selbst mal gesagt, man muss ja auch aufpassen, dass der beste Freund dir nicht in den Rücken schießt. Und ich glaube, das könnte schneller als wir wollen zur Realität werden. War ich jetzt links oder rechts? Ich glaube, ich war... fahren wir hier. Leider geradeaus, würde ich sagen. Wir fahren einfach mal hier so weiter, würde ich sagen. Ja, das ist okay. Und dann da hinten runter. Ja, machen wir das so. Ist in Ordnung. Ja, machen wir hier den Tempobegrenzer raus. Müssen noch ein bisschen auf die Cops achten, dann ist ja alles in Ordnung. Ich werde jetzt in dieser Folge auch keine Hauptmission mehr starten. Also, wir können vielleicht nochmal zurückfahren. Das machen wir ja sowieso immer mit dem Auto nochmal zurückfahren. Zu Salieris Bar. Und dann, je nachdem, sehen wir uns vielleicht die Cutscene schon mal an. Oder ich schneide sie halt wieder raus und wir sehen sie in der nächsten Folge. Das halte ich mir immer offen, diese Möglichkeit. Schon nochmal raus, sonst brauchen wir ewig lange für den Hügel. Da habe ich auch keine Lust drauf. Komm, Wagen, zieh durch! Sonst enden wir noch so wie diese da, wie diese Schnarchnasen hier. Mensch, Leute! Was ist los mit euch? Na komm! Begrenzer rein, wenn ich gerade eh keine 60 gefahren bin, aber das passt schon. Ich will jetzt nicht hier noch verfolgt werden. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, links oder rechts? Ich fahre, glaube ich, einfach mal da, wo die Bullerei nicht links fährt. Also, das ist nur so ein kleiner Drängler hier, ne? Na, wir fahren mal außen rum, denn ich will jetzt nicht so da langfahren, wo die Polizei langfährt. Das muss nicht sein. Auch wenn die uns nichts getan hätten, weil wir sind ja nicht... Wir sind ja nicht straffällig. Wir fahren hier ganz normal, 60 km/h, wie sich das gehört. Aber ich will die trotzdem meiden irgendwie. Das ist, glaube ich, immer besser. Als Mafioso so ein bisschen die Polizei zu meiden, das denke ich nicht verkehrt, oder? Sowas werde ich mir nie leisten können. Hey, glotzt nicht so, sonst macht ihr es kaputt. Hört ihr schlecht? Glotzt woanders hin. Haut ab. Wir haben nichts getan. Reg dich nicht auf. Wir schauen es uns doch nur an. Ich weiß doch, wie es läuft. Erst wird geglotzt und dann ist das Auto weg. Haut ab. Ist ja gut. Echt so. Das Wagen... Der Typ spinnt. Lasst euch hier nie wieder blicken. Nicht, dass hier noch da jemand sich dieses Auto klaut. Denn das ist meins. Lalalala. Ich fahre gleich nochmal an den vorbei. Vielleicht kriegen wir dadurch noch einen extra Dialog. Let's go, Leute. Fahrt zurück zu Salieri. Hey, Leute. Das Ding ist aber auch lang, ja? Oh yeah. Mal so eine Runde fahren haben wir auch noch nicht gemacht. Ja. Nein! So.
Da fahren wir mal eine Runde so. Ist mal was anderes. Das ist ja schrecklich. Okay, ich dachte, das liegt, glaube ich, am Tempobegrenzer, ne? Das ist ja schrecklich. Ne, das geht nicht. So. Mittendrin stand nur dabei. Okay, volle Pulle. Ich sehe jetzt gar... Wo geht's nach rechts? Wenn da jetzt ein Auto kommt, weiß ich auch nicht. Ah! Können wir mal außen vorbei, bitte? Oder sind die Cops, oder? Oh, shit. Oh, shit. Unfall! Die Kacke, Mann. Nochmal so, glaube ich. Beste Sicht, die Mittel. Ich weiß gar nicht, welche ich immer hatte. Jetzt wollen wir uns verhaften. Ich fasse es nicht an. Begrenzer raus. Let's go. Und schon haben wir sie abgeschüttelt, Leute. Also noch nicht, aber... Das will ich sehen, wie sie hinterherkommen. Nein! Nein! Warum machst du das? Mann! Das war wieder so klar. Mann, ey. Was soll das? Genau in dem Moment biegt er da wieder ab. Ist klar. Mann. Nein. Weg, die haben ihn gleich abgeschüttelt. Nein, das ist auch schon wieder Bullerer. Nein, das ist auch schon wieder. Mann, ey. Überall sind Polizisten. Ich weiß nicht mehr, wo ich hinfahren soll. Ich bin ja gerade froh, dass das Auto noch heile ist, ne? Aber. Was willst du machen, ne? Tschüss jetzt, Cops. Verzieht euch. Ja, sie sind weg. Ach, das war jetzt ein bisschen... Hatte ich immer die Kamera so? Ich will sie so haben wie immer. Die hatte ich auf jeden Fall nicht. Weiß nicht, ob ich immer die hatte. Oder hatte ich die? Ich würde fast sagen, ich hatte immer diese. Weiß nicht, welche ich hatte. Die? Oder die? Keine Ahnung, welche ich immer hatte. Ich würde die schon gerne so haben, wie ich sie immer hatte. Ich muss mir das mal anschauen, wie ich die vorher war. Ich... hasse sowas. Sowas hasse ich wie die Pest. Wenn ich irgendwas verstelle und nicht mehr weiß, wie es vorher war, das ist immer ganz schrecklich. Das kann ich gar nicht ab, Leute. Das geht gar nicht. Ja, ich würde schon fast sagen, das ist nicht die Kamera. Das kommt mir irgendwie komisch vor. Das ist wahrscheinlich... Ich hatte immer diese Nahkamera, glaube ich, aber... Das ist aber besonders merkwürdig gerade, weil das Auto so lang ist wahrscheinlich. Deswegen... Das wird es wahrscheinlich sein, oder? Ich glaube nicht, dass es andere Gründe hat oder so. Ich fahre jetzt nicht ohne Begrenzer. Das mache ich nicht. Ich will nicht noch verfolgt werden. Echt nicht. Wir sind sowieso gleich da. Und wir sind sogar schneller als diese hier. Guckt euch das an. Wir ziehen an denen vorbei. Wie langsam fahren die denn dann? Glaube ich, die Kamera, die wir immer hatten. Bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt die nächste links und dann sind wir schon fast da und dann gucken wir uns vielleicht nochmal die Cutscene gemeinsam an, je nachdem. Aber ich würde jetzt schon, ich würde schon ganz gerne die Cutscene zeigen jetzt mit den, mit dem Politiker, das, also wo Tommy dem Don sagt, dass es geklappt hat. Das interessiert mich jetzt schon. Was, vor allem, was kommt jetzt als nächstes? Beginnt jetzt vielleicht schon die Krise zwischen den beiden. Wenn es eine gibt, wo ich fest von ausgehe. Was soll jetzt sonst noch passieren? Man sieht auf der Minimap einfach, dass da so viele Autos bei ihm stehen. Das ist unfassbar. Egal, wir sind da. So, kleine Straßensperre. Hier kommt keiner mehr durch heute. Das Ding ist einfach so breit wie die ganze Straße. Das ist einfach nur... Das ist einfach nur krank. Aber gut. Ja.
egal. Wir hauen die einfach raus und das Gute ist mir jetzt auch egal. Weiter geht's. Okay. Die Cutscene werde ich rausgeschnitten haben. Das werden wir in der nächsten Folge angehen. Es ist auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant. Es ist interessant, wie Tommys Entwicklung jetzt gerade ist. Aber das werden wir in der nächsten Folge noch weiter besprechen. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn das der Fall sein sollte, würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sage ich mal ciao, bis zum nächsten Mal.